Guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier zurück in meiner Base auf dem Planeten Humble. Sehr schöner Eisplanet. Auf jeden Fall, ja, die nächsten Pläne sind eigentlich schon geschnürt. Ich will die erstmal hier freimachen, hier die Mikrochips. Großes Wohnmobil haben wir jetzt. Und GPS-Rakete. Das würde ja am Anfang ein bisschen was bringen, aber ich finde die eigentlich ein bisschen voll schlecht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, ich müsste eigentlich mal mit Wasser mir Nahrungszüchter jetzt bauen. Aber ich habe kein Eis bei. So, das heißt ja als erstes, ja, müssen wir irgendwie einlagern, wenn wir ein bisschen Platz hätten. Aber hier hinten ein bisschen freier gemacht, damit wir hier mal Sondersachen hier irgendwie einlagern. Er batscht hier auch erstmal alles weg. Ne? Das ist. Na, außer Sauerstoff. Aber, Moment mal. Ich kann ja auch mal einen Schrank bauen. Hier würde doch ein großer Schrank hinpassen. Weil wir hatten letztes Mal auf jeden Fall die Schränke ja, online gemacht. Und da würde ich ja gerne mal alles hier, was Pflanzen ist und sowas, ne? Und erstmal noch Samen reinbatschen. Zack, 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 zack. Ne, dass wir hier vorne Eisen machen können. Eigentlich will ich alles an Eisen machen. Hier kommt denn. Ne, wir tauschen das eh denn noch aus. Glaube ich zumindest. Fest steht es noch nicht, aber hier, da können wir vielleicht da hinten noch einbauen. Nochmal drei Stück mitnehmen. Ja, genau. Und da kommen dann nämlich hier hinten erstmal die Sondersachen hin. Eisen, oh, hätte ich hier auch noch ein bisschen was. Also, dann machen wir hier hinten erstmal die Sondersachen, die ich ja nicht so viel brauche, ne? Upp. Genau, zack, zack. Ich weiß nicht, ob Aluminium auch jetzt eine Sondersache ist. Bisher noch nicht so. Das hier ist für mich sonderlich. Die Pflanzen, die kann ich da hinten reinbatzen. Wahrscheinlich das Essen ja auch. Stoffe vielleicht auch. Ich weiß noch nicht. So, die kommen auf jeden Fall hier nach hinten. Und Dolomit kommt ja eigentlich. Ah ne, genau, falsch rum. Dödel. Eigentlich da draußen dran. So, und dann können wir das ja vielleicht mal aufsplitten hier, dass wir sagen, hier ist das, hier ist Silizium, hier war ja Titan, hier kommen die Pflanzen noch rein und das Essen, Stoff, Dolomit, wenn es geht, draußen rein. Oder haben wir schon einen zweiten Brecher? Den haben wir ja auch schon. Ah, da brauchen wir Bauxite für, okay. Die Bauxite haben wir nicht, weil da fehlt noch ein bisschen. Ich sollte Eis sammeln. Hier jetzt kein Eis drin haben. Ach so, ah, die haben wir hier. Ja, dann nehme ich die hier mal raus. Können ja mal, ja, fast alle reinmachen. Ich glaube, zwei muss ich behalten hier für den. Immer der falsche. So, und zwei Kobalze. Und die habe ich, glaube ich. Ich würde es nämlich gerne mal ausprobieren, wie schnell nämlich der ist. Einfach so, weil ich es mal kann. So, der hier, dann war der hier, glaube ich, Silizium. Also, ich sage, haben wir eine kleine Grundordnung sogar schon mal drin. Das hat er gar nicht mal so lange gedauert, ne? Ah. Ja, gut, das macht er ja eh immer. Ist eigentlich das gleiche, nur geht wahrscheinlich schneller. Oder er zieht mehr raus. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. So, hier vorne können wir noch die Reste raussammeln. Ist gar nicht so schlecht die Idee mit denen, dass man hier so was rausziehen kann. Ist gar nicht mal so doof. Also, davon haben wir nichts da hier. Achso, dann könnten wir den ja eigentlich Kobalt machen, wenn wir das hätten. Titan hier rein und die jetzt letztendlich da rein. Und dann können wir die Aluminium hier reinpacken. Bam. Ja, wie ihr seht, Fläche braucht man immer. Also das wird hier noch ordentlich größer. Wir gucken mal hier auf den Plan. Wie sieht es denn aus? Mit was? Mit Wärme müssen wir nachholen. Und ich kann, glaube ich. Ach ja, die können wir schon. Oder können wir schon ein bisschen was machen? Iridium haben wir so viel. 2, 4, 6. Ich glaube, 6 wäre erstmal gut, weil. Genau. Da brauchen wir 3 von jedem. 3 davon.
Drei davon. Ich glaube auch drei davon. Drei davon. Drei Eisen. Und dann haben wir mich leer gewirtschaftet hier, ne? Das heißt, ich bräuchte hier noch ein. Aluminium-Kobalt ist natürlich dann das größte Problem. Und Kobalt habe ich gar nicht. Und ich glaube hier, da hat er auch noch nicht genug weggemacht, dass wir sagen, oh doch, hier eins haben wir davon. Oh, habe ich ein Glück, ne? Wie viel Glück hast du? Alles. Alles bekommen. Alles hier. Alles wegbekommen. Cool. Das heißt da Aluminium und Silizium. Das haben wir noch. Wir haben wirklich noch ein Aluminium. Achso, Wasser fehlt. Nein, ich habe... Ich habe alles verloren, glaube ich. Ja, genau. Und oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, genau, der Kobalt ist ja so. ja, gut. Jetzt haben wir ein Silizium. Oh, der wäre ja schlimm geworden. Warum ist wieder schwarz vor Augen? Weiß mal wieder keiner. Sieht auch lustig aus, was ich hier vorhabe. So, ist aber alles wieder am Dütteln. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir die Heizung gesetzt, ne? Jetzt ist wärmer. Oh, bei 23 schon. Also heißt, das nächste ist wieder Luftdruck. Und wir haben die Pflanzenröhre. Und den Bohrer. Ne, der kommt passend. Für den Bohrer, gucken wir gleich mal, brauchen wir auf jeden Fall viel Aluminium. Und das kann nur da hinten sein. So, ich packe mal hier die Reste weg, weil wir dann ja auf den Weg gehen. Also wir brauchen alles außer Magnesium jetzt nicht unbedingt. Ich hätte die Schränke jetzt schon neu bauen können, aber... Weiß ich noch nicht. Können wir hier auch nach oben switchen? Nee, ne? Oh. Das könnte aber... Okay. Eigentlich dachte ich, wir gehen da oben mal lang. Oh, hier ist irgendwas runtergefallen. Oh, hier gibt es auch Aluminium. Da. Dann sollte ich doch mal mehr nach den Kometen Ausschau halten. Aber guck mal, hier haben wir Kobalt, haben wir nicht so viel. Silizium haben wir, aber den haben wir nicht so viel. Irgendwas hier hinten, wollte ich schon sagen. Da ist auch noch runter, ja. Okay, also Mission. Aluminium. Kommt von den Asteroiden. Müssen wir da echt aufpassen. Wenn die runter scheppern, dass das auch ein bisschen... Aber weißt du, was auch schwierig ist beim Spielen? Also wir haben ja sonst immer bei den alten Planeten, stand immer so da, schmilzt bei Punkt bla und bla. Hier ist es gar nicht so. Hier wird nicht ein bisschen angezeigt, wann das vorhat zu schmelzen. Zumindest ist es mir noch nie aufgefallen. Achso, ich könnte mir hier eine kleine Station bauen, ne? Was haltet ihr davon? Eisen, Titan und noch ein Klumpen Eisen. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Titan und nochmal zweimal Eisen, ne? Hier gibt es kein Eisen. Hier ist nochmal Eisen. Nochmal Eisen. Sehr schön. Ja, dann ist ja doch gut. Weil dann können wir uns hier hinten eine kleine Station rein klatschen. Dann macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Das könnte doch... Das ist doch Aluminium hier, oder bin ich doof? Was ist das denn? Ich wollte schon sagen, hier steht da Aluminium. Ah, dann ist unser Aluminiumproblem dann aber auch gedeckt, glaube ich. So, na, ja, dann machen wir mal schnell. Er sieht immer so doof aus, finde ich, wenn du kein, wenn das so frei hängt ist, ne? Sieht echt dann eigenartig aus. Oh ja, das ist schön. Aluminium. Bewegt mein Herz.
davor eigentlich da mal so ein Foto machen können, aber. Nochmal. Nochmal zur Seite. Nee, ich will ja. Kann ich das doch wegmachen? Ja, achso, so muss ich es machen, ne? Nochmal. Ey, jetzt sieht auch doof aus, oder? Immer hier einfach eins. Ja, so reicht das. Ey, so viel Zeit hier verblödet. Ich hätte da das Foto von allen dreien machen können. Das wäre irgendwie cooler. Ich werde da oben mal hin. Aber schön, dass hier ein bisschen was rumsteht. Das ist echt erfrischend. Kann sein, da ich hier sogar schon war, ne? Oh. Ist ein bisschen hängen geblieben. Ah ja, was zu essen ist immer gut. 200 da. Ah. Ansonsten ist der Canyon zu hier, ne? Glaube ich, keine Geheimnisse oder so. Cool wäre ja, hätten wir ja wenigstens ein bisschen Eis hier, ne? Da gibt es ja hinten Eis dran. Oder ein Wässerchen. So allgemein gibt es ja wenig Wasser irgendwie. Oh ja, kommt ja wie gerufen. Ich hätte schon Angst gehabt, dass wir deswegen dann sterben, ne? Aluminium. Ja, dann kommen wir die Stoffe, dann gehen wir kurz schon mal zurück. Ist auch so eine Höhle, wo wir rein können? Oder was ist das? Wir könnten. Ne, aber das hier ist mir aufgefallen, guck mal. Da steht nämlich jetzt gar nicht mehr da, Schmelzpunkt oder so. Ach doch. Alp 45 NK, okay. Das sollte ich mir mal vielleicht aufschreiben. Hm. Mike eh nicht. Ich kenne mich. Ich schreibe dir den hier auf. Aber vielleicht merke ich es mir. Und dann sieht es nämlich auch schon ein bisschen anders aus. Okay, dann laufe ich mal zurück. Gut, dann bin ich jetzt kurz vor zu Hause. Mir ist auch gerade, also weil wir jetzt eher so viel Aluminium haben, ne? Was ja relativ schön ist. Ein bisschen davon, zwei Eisen haben wir sogar. Dann haben wir ja die, die können wir dann wieder aufschlüsseln. Taschenlampen-App. Und hier Gebietsleuchte. Nicht so viel, Mademoiselle, nicht so viel. So, da können wir noch was essen. Ab 45 NK ist ja gar nicht mehr so viel. Guck mal. Oh, das ist echt nicht mehr. Bleibt drinnen essen. Das ist ja echt nicht mehr so viel. Ich hatte hier hinten, und das hole ich mir als erstes dann auch noch, da stehen auch Sonnenkollektoren. Die kann man sich nämlich noch zapzerappen. Und die nehme ich mir am besten mal. Weil da ist ja auch immer Aluminium drin, ne? Also klar, man muss jetzt hier nicht alle Aluminium machen, aber schon viel, ne? Und hier ist auch ganz viel Eis da drin. Bin mal gespannt, ob das hier überflutet wird, das Gebiet. Ich kann mir vorstellen, dass hier ein See ist und wer weiß, ne, was hier noch so kommt. Aber da ist ja auch ganz, ganz viel Wasser. Guck mal hier, das hier, ne? Das kann ich doch bestimmt auch. Ja, genau. Hier ist auch was runtergekommen. Aber hier ist nichts. Naja, komm. Nehmen wir mal die noch mit hier. Den Abbruchmanager 2 denn mal runterladen in mein weil Kisten. Großes Ziel ist ja immer alle Kisten wegzuhaben, weil ich ja dann ein Leben lang dann immer gucken werde und sagen werde, da ist ja was. Und jetzt können wir auch mittlerweile 4 einlagern, also sprich, wir haben einen großen Rucksack. Und der ist gut. So, ich mache wieder zurück, vielleicht eine Kiste dann noch abgraben, die ich hier irgendwo gesehen habe. Und dann wird es auch mal Zeit, dass wir hier so ein, zwei so eine Fressröhren bauen, weil ich dann irgendwann keinen Bock habe, denn richtig zu verhungern. Dann bauen wir, glaube ich, draußen ein bisschen noch größer. Also das will ich noch machen. Draußen größer bauen, die Fressröhren rein. Dann haben wir, denke ich mal,
schon so ein bisschen aufgebaut. Dazu gehört natürlich, da ich ein bisschen größer die Base baue, ausbaue, ne, damit ich auch die Fresse irgendwo reinklatschen kann, das ist klar. Und wir haben ja den Eden vom Gebiet hier. Eigentlich wäre das hier ein richtig tolles Baugebiet gewesen. Ne? Vielleicht baue ich irgendwann mal um, aber solange ich nicht weiß, wie die Vegetation wird, bleibt, ist, wird das erstmal auch dennoch so bleiben. Ne? Ich schmeiß mal das hier so ein bisschen raus. Da brauche ich nicht wirklich, aber ein bisschen Eis könnte ich mal mitnehmen. Ja, das schaffen wir ja wohl noch, ne? Da würde er jetzt in die Daumen gehen, oder? Ah, hier, Zeolit wächst hier schon. Okay, heftig. Ein Zeolit. So, ein bisschen Kleinigkeiten raus. Ich glaube, hier können wir auch dann das Eis reinpacken. Das hier, das Eis hier noch mit rein, dann ist das, glaube ich, ein bisschen toller. Kobalski, den hier noch rein. Ja, und dann wird das hier ein bisschen eng für mich, ne? So, die können wir ja belassen. Wenn ich jetzt hier ein paar baue, immer zwei Eisen und ein Titan. Das heißt, wir hätten ein Stück, zwei Stück, drei Stück, vier Stück. Ja, rechne mal selber. 2, 4, 6, 8, 10, 5 Abteile. 3, 6 Abteile. Naja, so irgendwie. Achso, ha! Naja, das ist natürlich jetzt eine ganz geile Logik, wenn wir noch nichts anderes machen können, außer das jetzt hier. Aber vielleicht brauche ich hier ja auch ein mega Dingens drunter, ne? Weil es sieht ja hier immer so ein bisschen komisch aus, ne? Ich hätte ja schon so gerne das so. Okay. Sieht ja ganz interessant aus, muss ich sagen. Ah ja, aus den Eiern kriegen wir noch Dolomit mit. Finde ich irgendwie komisch, weil ich denn hier wieder Dolomit reinschmeiße. Aber davon, ja, können wir ja noch ein, zwei runterbauen. Ja, gut. Wir haben es größer gebaut. Jetzt kommen natürlich auch die Fressräume dazu, die Fressröhren. So Aluminium, Eisen, Wasser. Oh, Wasser könnten wir ja. Aha, aha. Das haben wir natürlich clever gemacht, dass wir das hier sammelt haben. Mal zwei davon auf jeden Fall. Wasser. Eisen, Aluminium. Oh, ich habe kein Eisen mehr. Doch. Zweimal Aluminium haben wir ja sogar. Baut das auch mit Absicht hier hinten mal hin. Natürlich wieder klar, dass das hier so eklig wird, ne? Aber ich glaube, von den Sonnenkollektoren können wir jetzt. Ja, ich brauche Eisen, ne? Diesen Canyon stürzt hier gar nichts. Ich bin hier im Canyon, wo nichts reinfällt irgendwie. Gar nichts. Energie. Eigentlich nur Aluminium ein bisschen. Okay.
Ich glaube, wenn wir zwei bauen, dann sind wir, haben wir schon mal ein bisschen mehr Ruhe. Ach doch, guck mal, da hinten fällt was rein. Na, dann bin ich ja schon mal ein bisschen zufrieden. So, ihr leckeren Aubergine. Dann macht euch mal da an Wachsen. 0,6 ist jetzt nicht gerade viel, aber das heißt gar nichts, ne? So, von den wichtigen haben wir auch nichts mehr über. Ne, das ist genau falsch. Ich glaube, Mann, ey, ich habe das so doof gebaut. Kann ich den einen nicht nach da bauen? Die eine Heizung? Kann ich ja wenigstens durch, ne? Ja, sonst ist das doof. Ja, hier ist auch noch nicht viel drin. Ich hole mir mal ein bisschen noch Eis. Das lag hier so irgendwie rum. Da möchte ich gleich da alles ein. Aber so ein bisschen ist ja hier in der Luft. Okay. Ich glaube, irgendwas kommt hier gerade. Oder noch nicht? Irgendwas pocht hier gerade. Ah, wir haben ja auch gleich Feierabendzeit, deswegen. Also gar nicht so schlecht, da ich dann nochmal nachkicken kann, was hier eigentlich los ist. Erstmal ein bisschen Eis einsammeln. Wenn das hier alles wegschmilzt, ne? Ja, Eisen können wir natürlich clevererweise auch einsammeln, ne? Wir nicht drauf warten, dass das hier zu mir kommt, ne? Da kann ich ja auch zu denen so ein bisschen drum. Oh, da liegt was. Ja, und während ich hier denn so feuchtfröhlich sammel, könnten wir uns schon mal überlegen. Also ich wollte ja da hinten noch einmal hin, ne? Zu dem Gebiet, da wollte ich ja unbedingt mal hin. Aber ich wollte natürlich jetzt auch das Alt noch ein bisschen safe machen. Das heißt, wir sammeln hier noch eine Kleinigkeit. Ne, da wollte ich nicht. Ne, da wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur Eis sammeln. Und vielleicht ein bisschen Metallus. Ich habe aber selber nichts mehr zu trinken, ne? Oh, hier. Eis en masse. Vielleicht hier noch die halb abgestürzten. Naja, gucke. Ja, achso, Inventar ist voll. Und ich stehe da so, ja, sammle, hey, wo machst du nichts? Okay, das haben wir da denn schon mal voll. Ich bin mal gespannt. 45 NK stand da. Und wir haben hier schon die Zeolite, die hier wachsen. Finde ich schon krass. So, ein wenig Eisen abschmeißen, ein wenig Titan abschmeißen. Ich brauche einmal ein Wässerchen, da können wir auch zweimal klein machen. Okay, trink mal schon mal das eine. Weg damit, weg damit. Kubalski, der Dolomit kann meinetwegen auch mit rein. So, da haben wir das fertig. Oh, das heißt, wenn wir jetzt da hinten machen, müsste es soweit sein. Da müsste es aktuell schmelzen, das müsste vor uns eigentlich explodieren. Das wäre ja lustig. Wenn wir das hier voll erwischen. Und dann ist es einfach nur so fupp weg. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, ne? Guck da ganz genau hin. Wehe, das geht einfach so. Die 45, die müssen ja jetzt so also gleich kommen. Ich will auch aktuell sehen, wie das jetzt hier wegschmilzt, ne? Wie ich da denn gleich rein kann. Aber es kann natürlich auch sein, wir hatten das ja im anderen Planeten auch, dass dann nur so eine kleine Schicht weggeht, Eis, und da gar nicht so viel rein kann. Ja, schmilzt. Schmelzt mal. Schmelz mal.
Nicht, dass das jetzt hinterm Rücken hier so wegschmilzt, ne? Ich dachte, weißt du, wie so ein Pudding erwartet das jetzt hier so ein Doppelblader. Ne, das ist denn so, aber ich glaube nicht daran. Ja, es muss so längst soweit sein. Zack, der schmilzt nicht vor unsere Augen. Ah. Ich fühle mich gleich gemobbt. Stimmt, ist gleich so eine Ladezeit. Und dann ist es weg, ne? Das Problem ist ja, ich muss ja eh Sauerstoff ziehen hier. Ist immer noch da. Also 45 NK könnten eigentlich denn gar nicht stimmen. Also liebe Leute, falls ihr hier Aluminium sucht, ne, ihr habt hier genug. So, und ich will jetzt hier nochmal. Achso, dachte, da ist vielleicht auch ein Zeolit versteckt. Oh, das könnte jetzt weg sein, ne? Wo hätte ich doch warten müssen? Geh erstmal hier rein. Voller Spannung. Ja, 300 da ist immer gut. Ja, sonst so jetzt nichts irgendwie ultra spannendes. Ja, der ist natürlich gut. Der ist natürlich auch gut. Es gibt ja viele von den Teilen. Ja, 350er. Hm. Nehmen wir raus hier. Und dann gucke ich mal lieber hier so rein, ob das denn wirklich so jetzt einfach weggeschmolzen ist. Nee, ist nur da. Er verarscht uns. So, vielleicht sehen wir ja beim nächsten Mal, ob das weggeschmolzen ist, wenn ich es neu geladen habe. Jetzt sind wir mal gespannt. Bis zum nächsten Mal.